Ja, anders als bei bisherigen Systemen war die Idee, dass eben keine große Karte vorberechnet wird, auf deren Basis dann die Genehmigung erteilt werden, sondern dass die mögliche Tiefe eben dynamisch für jeden Bildungsverfahren neu berechnet werden soll, und zwar eben auf Basis von diesen 3D-Tiefenmodells sowie im Zusammenhang von diversen 2D-GIS-Karten. Innerhalb des Programms sollten auch eine ganze Menge von Bewilligungsregeln berücksichtigt werden. Da geht es auch speziell gerade darum, dass wenn man ein geologisches Modell hat, in 3D, je nachdem, auf welche Schichten man dabei trifft, wenn man jetzt eine Erdwärmesonde bohrt, auch unterschiedliche Regeln gelten dann. Das sollte berücksichtigt werden, und am Ende sollte das Programm eine Ausgabe geben der möglichen erlaubten Tiefe mit einer Begründung, der möglichen Auflagen und der Hinweise. Wichtig ist auch, dass es innerhalb des Programms möglich sein soll, einen leichten Austausch der Daten zu gewährleisten. Das heißt, wenn zum Beispiel sich das 3D-Tiefenmodell erweitert oder man eben neue Erkenntnisse gewinnt, sollte auch eine leichte Austauschbarkeit gewährleistet werden. Nochmal zusammengefasst, der Eingang, das, was die Abfrageroutine bekommen soll, sind die XY-Koordinaten von einem möglichen Standort, an dem herausgefunden werden soll, ob dort Bohrungen erlaubt werden können. Die Abfrageroutine soll dabei 2D-Datensätze berücksichtigt werden, eben das 3D-Modell, von dem Sie jetzt noch gleich dann mehr hören werden, sowie die Bewilligungsregeln berücksichtigt werden. Am Ende soll dann so eine Ausgabe stehen, das sind jetzt exemplarische Daten für einen beliebigen Standort, wo es einfach konkret am Ende ein Text steht, warum dort wie tief gebohrt werden darf und welche besonderen Hinweise dabei beachtet werden sollen. Dieser Hinweis, der jetzt da oben sichtbar ist, scheint zuerst ganz profan zu sein, das ist eine einfache Zahl, aber um zu dieser Zahl zu kommen, ist es sehr komplex. Ja, der technische Rahmen, um auch den Bogen zu bekommen, warum wir PostGIS einsetzen. Das erste ist, diese Abfragroutine sollte keine komplett eigenständige Anwendung werden, sondern im Zusammenhang mit bestehenden Anwendungen eingebettet werden. Die Anwendung sollte sehr schnell sein. Auch wenn wir jetzt ein komplexes 3D-Modell im Hintergrund haben, sollte die Berechnung der konkreten Tiefe sehr schnell erfolgen, weil die eben ja dynamisch erfolgen soll, nicht vorberechnet sein soll. Zusätzlich sollten eine größere Menge von 2D-Datensätzen berücksichtigt werden, und das ganze 3D-Modell sollte innerhalb von der Datenbank gespeichert werden. Und aufgrund dieser Vorgaben wurde damals mit dem Auftraggeber festgelegt, dass PostgreSQL und PostGIS zum Einsatz kommen soll. Ja, schauen wir uns mal die 3D-Daten an, die im Zusammenhang mit diesem Projekt verwendet werden. Das 3D-Modell wurde mit einem speziellen Programm, das im Bereich der geologischen Modellierung eigentlich das absolute Standardprogramm ist, entwickelt. Es handelt sich um das Programm GoCard. Dieses 3D-Modell wurde dann durch Geologen der Firma Böhringer entwickelt. Und damit Sie eine Vorstellung davon haben, wie unsere Daten aussehen oder wie eigentlich dieser Schichtenverlauf aussieht, habe ich Ihnen hier jetzt einen exemplarischen Schichtenverlauf. Und wie Sie vielleicht sehen können, ist es auch teilweise doch relativ komplex eigentlich, wie die Schichten verlaufen. Die verlaufen nicht einfach geradlinig so, sondern da gibt es auch jede Menge Störungen da drin. Manche Schichten hören abrupt auf. Das heißt, wir haben da jetzt eigentlich auch nicht immer eine ganz klare Oberfläche dann eigentlich, und es ist auch nicht immer ganz klar abgegrenzt, sondern das, ja, wie diese geologischen Schichten meistens eben sind, sehr dynamisch, also aufgefaltet in ganz unterschiedliche Richtungen. Und aufgrund von dieser Datengrundlage möchte ich noch Beispiele zeigen, noch weitere Visualisierungen, damit Sie überhaupt mal eine Vorstellung bekommen, wie eigentlich unsere Daten auch mal aussehen. Ja, das hier ist eine Visualisierung innerhalb des GoCards-Programms. Also ich persönlich kann damit nicht arbeiten, aber die Geologen kriegen das offenbar gut hin, damit eine Modellierung hinzubekommen. Wie man hier sieht, wird das Ganze auch hier durch Dreiecke gemacht, worauf ich gleich weiter zurückkommen werde. Und wenn man das Ganze ein bisschen rendert, das ist jetzt mit dem speziellen Programm noch gemacht, damit die Oberfläche noch ein bisschen netter aussieht und man sich eher darunter auch was vorstellen kann, dann sieht das Ganze so aus. Ja, die Experten unter Ihnen werden sicherlich schon gemerkt haben, dass wir hier eine TIN-Datenstruktur haben bei der Beschreibung dieser Oberfläche. Und die Oberflächenstruktur wird also dadurch beschrieben, dass wir Dreiecke vermaschen. Und die Größe der Genauigkeit oder das Maß der Genauigkeit wird durch die Größe der Dreiecke eigentlich definiert dann, wodurch wir auch eine gewisse Modellgenauigkeit auch näher beschreiben können in dem Zusammenhang. Das heißt, wir verwenden einfach Dreiecke, wobei jede Koordinate, jeder Punkt dieses Dreiecks durch
eine Koordinate mit x, y, z bestimmt wird. Ja, am Anfang, um herauszufinden, wie wir die Daten im PostGIS speichern können, mussten wir uns das GoCard-Dateiformat anschauen. Und auf Basis dessen haben wir dann einen Konverter nach PostGIS implementiert. Zum Glück ist das GoCard-Format im ASCII-Format vorliegend und ist auch sehr leicht lesbar und interpretierbar, sodass ein Konverter nach PostGIS auf Basis davon relativ gut möglich ist. Ja, schauen wir uns mal an, was wir eigentlich jetzt 3D-mäßig in PostGIS damals konnten. Der Stand war PostGIS 1.5, als wir das Projekt begonnen haben. Und wir haben uns während des Projekts natürlich auch angeschaut, welche Möglichkeiten würde uns eigentlich PostGIS 2 in diesem Zusammenhang bieten. Weil es gibt neue Geometrietypen in PostGIS 2, die uns vielleicht unterstützen könnten. Ja, beim Experimentieren am Anfang haben wir natürlich festgestellt, dass die meisten Standardgeometrietypen, wie zum Beispiel jetzt das Polygon oder Linie, bereits die 3D unterstützen und man auch räumliche Indizes sehr effizient nutzen kann. Das war für uns ein sehr wichtiges Kriterium. Geht man dann allerdings ein bisschen weiter, stellt man fest, dass sehr viele Funktionen eben auf einer Bibliothek beruhen, also GIOS, die nur 2D unterstützt. Und das stellt man auch immer wieder fest, dass eben gerade wenn man eine tiefere spatiale Analyse machen möchte, die Funktionen eben nur 2D können. Und es gibt eine schöne Bibliothek, die Sigil, mit der sehr schöne 3D-Algorithmen verfügbar sind. Die ist eben in PostGIS noch nicht drin. In dem Zusammenhang allerdings gibt es sehr viel Bewegung zurzeit. Mit PostGIS 2.1 gibt es auch schon deutlich mehr, was in 3D geht. Und in den nächsten 2 bis 3 Jahren ist da sicherlich sehr viel zu erwarten. Aber zu dem Zeitpunkt war auf jeden Fall festzuhalten, dass sehr viel nicht geht, wenn man ein bisschen mehr damit machen möchte. Das heißt, wir mussten uns auch mal überlegen, wie wir mit den bestehenden Möglichkeiten unsere Anforderungen eigentlich auch genügen konnten. Ja, wir haben uns dann diesen neuen Datentyp angeschaut in PostGIS 2, ein TIN. Das hört sich erstmal sehr vielversprechend an. Das ist eigentlich genau das, was wir eigentlich speichern möchten. Und er lässt sich dann auch relativ leicht definieren. Man gibt einfach pro Dreieck dann die 4 Koordinaten an. Und am Ende hat man so ein sehr primitives Netz hier dann einfach, hier jetzt ohne Z-Achse. Ja, das hört sich wirklich vielversprechend an, da wir, wie gesagt, ja auch TINs speichern möchten. Ja, das ist natürlich das Problem, man kann die TINs nicht splitten. Und wenn wir einen ganzen Kanton modellieren möchten, dann kann man sich vorstellen, dass das TIN sehr groß wird und man kann das nur als eine einzelne Geometrie speichern. Das ist natürlich vollkommen ineffizient und haben wir ein bisschen damit rumexperimentiert. Ja, da hat man eine Geometrie, die hat einfach dann vielleicht mal 200 Megabyte oder so. Da kann man nicht mit arbeiten. Und es gibt eigentlich auch derzeit in PostGIS kaum Funktionen, mit denen man eben sinnvoll damit arbeiten kann. Das heißt, zum frühen Zeitpunkt stand für uns auch fest, dass wir mit PostGIS 2 im Zusammenhang mit dem neuen Geometrietypen keinerlei Vorteile ziehen werden, weil für uns es gerade eben darauf ankommt, dass wir auch großflächige TINs speichern können. Ja, wie haben wir das dann gemacht? Wir haben Polygone verwendet und für jedes Dreieck eine eigene Geometrie auch gespeichert. Und obwohl wir so unheimlich viele von diesen Polygonen speichern mussten, ist die Abfrage dank der räumlichen Indizes sehr effizient. Wir haben die ganzen Sachen noch relativ gut importieren können und das hier ist jetzt eine Visualisierung aus QGIS. Das wird, ja, sieht ein bisschen psychedelisch fast schon auf. Ich weiß nicht, ob der Effekt hier auch zu tragen kommt, aber wenn man das auf einem normalen Monitor ansaut, dann gibt es so Farbblitze, weil diese Strukturen so miteinander so verwoben sind. Aber einfach auch, damit man wieder mal eine Vorstellung bekommt, wie das eigentlich nach dem Import aussah. Ja, wie haben wir eigentlich diese Geometrien dann abgefragt? In der Datenbank haben wir derzeit in einer einzigen Tabelle 3,5 Millionen Dreiecke gespeichert. Und dank räumlicher Indizes ist die Abfrage sehr schnell auch weiterhin. Kann man das gut lesen? Ja, halbwegs. Ja, jetzt interessiert uns natürlich die Frage, wenn wir jetzt diese große Menge an Dreiecken eigentlich in der Datenbank haben, jetzt stellen Sie sich vor, wir möchten jetzt von einem konkreten Punkt eben wissen, welche Dreiecke, wenn man sich das so vorstellt, mit dem Board jetzt nach unten getroffen werden. Hierbei machen wir uns jetzt zum Vorteil, dass die Intersects-Funktion in PostGIS, die unterstützt kein 3D. Es gibt keine 3D-Intersects-Funktion, die derzeit funktioniert. Es gibt eine mittlerweile in der aktuellen PostGIS-Entwicklung. Aber ich meine, ich verschneide jetzt hier einen 2D-Punkt mit 3D-Daten, mit 3D-Polygonen und es kommt trotzdem Ergebnis raus. Das liegt einfach daran, dass jetzt von diesem
3D-Polygon werden die Z-Werte einfach nicht berücksichtigt. Und man kann sich das einfach dann vorstellen, als ob das einfach ein flacher Kuchen dann ist. Und das heißt, wir kriegen zwar die Dreiecke zurück, wissen aber überhaupt nicht, wo wir auf dem Dreieck geschnitten haben. Und das ist relativ wichtig. Vielleicht wundern Sie sich, warum wir auch manche, Sie sehen ja vielleicht Ebene ID 101, wird hier mehrfach geschnitten. Das liegt einfach daran, dass die Schichten jetzt nicht direkt aufeinander folgen, wie vielleicht bei einem Kuchen, sondern die eben deutlich komplexer geformt sind. Das heißt, es kann sein, dass wenn man durchbohrt, auch mehrere Schichten man nacheinander trifft. Das ist sehr wichtig für uns für die Abfrage, weil je nachdem, wie häufig man welche Schicht auch durchbohrt, muss man auch unterschiedliche Regeln machen. In dem Fall sieht man jetzt hier, Ebene ID 101 wird sehr häufig durchbohrt. Und damit Sie eine Vorstellung davon haben, habe ich die untere Grafik noch eingefügt. Da sehen Sie jetzt einen möglichen Verlauf davon, von einer Schicht. Und das Ganze hier nochmal ein bisschen in Go-Kart gerendert, das auch nochmal die Formationen anzeigt. Und in dem Fall sehen Sie dann einfach mit der rot gestrichelten Linie die Bohrung, die in diesem Fall gemacht werden soll. Ja, wir haben, wie ich gerade erwähnt habe, können wir jetzt eigentlich die komplette Tiefe noch nicht rausfinden. Wir wissen jetzt zwar, welche Dreiecke betroffen sind, aber, also wir haben jetzt das Dreieck, wir möchten jetzt allerdings wissen, wo wir auf dem Dreieck sind. Weil, wie ich gerade gesagt habe, die Intersects-Funktion, das stützt ja auch kein 3D und das würde uns in dem Fall auch gar nicht viel nutzen. Ja, was wir hier im Fall machen mussten, ist ein bisschen Schulmathematik verwenden und eine eigene Funktion bauen. Und mit dieser eigenen Funktion, die Funktion wird mit den Dreiecken, die in dem Fall geschnitten werden, gefüttert. Und man kann am Ende dann einfach eine Liste bekommen mit der Tiefe, die jetzt in diesem Fall durchbohrt wird. Also hier gibt es einfach eine Beispielkoordinate, die wird in die Funktion reingegeben und am Ende bekommt man sehr schnell dann die Ergebnisse, wann genau welche Schichten gemacht, durchbohrt werden. Und dann wissen wir jetzt, in welcher Tiefe. An diesem Beispielpunkt zum Beispiel ist es so, dass wir 464 Meter über dem Meereshöhe sind und ja, ich kann Ihnen jetzt nicht sofort sagen, wie tief man hier bohren darf, weil die Regeln auch ein bisschen komplexer sind. Ich kann das jetzt auch nicht davon ablesen, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Aber das war so ein Punkt, wo wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr investieren mussten, um eben überhaupt diese fehlende Funktion abdecken zu können. Ja, wie ich bereits vorhin erwähnt habe, gibt es da im Hintergrund auch noch ein Programm, das eben für die Logik zuständig ist. Das ist komplett bei uns im PLP-GSQL implementiert, weil es eine Voraussetzung gewesen ist, dass wir nach außen eine Datenbankfunktion eben anbinden, damit das Programm in die bestehende Geschäftskontrolle implementiert werden kann. Ja, damit Sie eine Vorstellung bekommen, was wir da eigentlich alles prüfen. Ich glaube, das kann man das alles nicht lesen, deswegen lese ich Ihnen mal ein paar Beispiele vor. Also das findet zum Beispiel die Überprüfung des Gewässerraums für Fließgewässer statt oder es findet heraus, ob in diesem Bereich bestimmte Schichten anbohrbar sind. Aber es sind auf jeden Fall eine ganze Menge Schritte, ich weiß genaue Zahlen nicht mehr, aber es müssten so 30 verschiedene Schritte sein mit unterschiedlichen Kriterien. Als nächstes zeige ich Ihnen eine Demo von einem Programm. Möchte aber nochmal erwähnen, dass das, was Sie jetzt sehen werden, ist eine Demo-Anwendung und innerhalb des Systems, was der Kunde einsetzt, sieht das Ganze ziemlich anders aus. Hier sehen Sie allerdings sehr gut, wie schnell die Geschwindigkeit ist, kann man ein bisschen lesen. Der Sachbearbeiter könnte natürlich jetzt noch ein bisschen näher reinzoomen dann, klickt einfach auf den Standort, bekommt die mögliche Tiefe, die in dem Fall zugelassen ist und hier zum Beispiel ist es nicht zugelassen zum Schutz wichtiger Karstgrundwasserträger. Also die genaue Interpretation überlasse ich dann auch den Geologen, was damit gemeint ist. Hier wurde zum Beispiel jetzt noch Erdöl gefunden. Ja, also eine 10 Meter Tiefe. Also das sind vielleicht Informationen, die jetzt nicht weitergegeben werden. Dann also möchte vielleicht der Kanton selber von dem Erdöl profitieren in dem Zusammenhang. Worauf ich nochmal explizit hinweisen möchte, ist die Geschwindigkeit. Das ist jetzt nicht schneller gemacht, sondern das ist tatsächlich in der Geschwindigkeit, also die Abfrage auf die 3 Millionen Dreiecke dauert in der Größenordnung 200 Millisekunden und ist noch ein bisschen, könnte man noch mehr rausholen, aber war in dem Fall jetzt nicht erforderlich. Und ja, am Ende kommt leider bei diesem schönen 3D-Modell nur ein Text raus, aber da geht noch mehr. Gut, komme ich zum Fazit. Für uns war in dem Fall PostgreSQL eigentlich auf jeden Fall die richtige Wahl. Wir konnten die Anforderungen alle damit erfüllen.
Für die Geologen war es ein bisschen schwierig, sich auf die Einschränkung von PostGIS einzulassen, weil man muss sagen, dass es wurden einige Vereinfachungen getroffen. Das, was Sie vorhin gesehen haben, wo die Schicht so einen Bogen macht, das ist ein Modell und das für andere Zwecke müsste man das anders auch modellieren. Und hierbei kommt man eben auch an die Beschränkung was man mit einem TIN auch darstellen kann. Auf jeden Fall ist für uns festzustellen, dass wir, wenn wir PostGIS im Zusammenhang mit 3D einsetzen würden, wir es immer sehr konkret prüfen würden auf den individuellen Einsatzzweck, ob wir das auch wirklich damit realisieren können. Weil, wie gesagt, es gibt viele Analysefunktionen, existieren nicht und müsste man auch selber entwickeln oder vielleicht abwarten, was demnächst passiert. Ein konkretes Beispiel, was man dann auch erst später feststellt, wenn Sie ein Polygon erzeugen möchten, was senkrecht steht, dann können Sie das nicht speichern in der Datenbank. Das geht nicht. Sie müssen dann vielleicht eine Abweichung von 1 mm oder so einbauen. Das sind so Feinheiten, die Sie dann immer wieder feststellen. Ja, was man in dem Zusammenhang leider auch sagen muss, dass man im PLPGSQL eben auch nicht bei komplexeren Berechnungen auch an die Leistungsgrenzen kommt. Skaliert schlecht, in dem Fall einfach, ist es nicht multithread-fähig. Man kann damit nicht auf mehreren Kernen arbeiten und bei unseren Berechnungen war das eigentlich auch sehr wichtig. Dem Zusammenhang ist auch aber zu sagen, es lohnt sich weiterhin einen Blick drauf zu werfen. Die Entwicklungen sind gerade in diesem Jahr auch weiterhin sehr schnell. PostGIS 2.1, 2.2, was auch noch immer kommen wird dieses Jahr, da geht richtig viel im 3D-Bereich, also es lohnt sich dabei zu bleiben. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und können jetzt noch gerne Fragen stellen. Haben wir nicht ausprobiert. Nee. Okay. Und wie skaliert das? Alles nochmal. Er hat es noch nicht verstanden? Okay. Okay, die Videoaufzeichnung. Ja, also meine Frage war, ob die auch den Und-Operator bei der Intersektion benutzt haben, weil meines Wissens kann man jetzt schon in PostGIS 3D-Intersektion machen, indem man eben den räumlichen Index mit einem mehrdimensionalen Parameter noch da zusätzlich angibt und dann mit 3 Unzeichen oder so, dann kriegt man ein Ergebnis raus aus einer 3D-Intersektion. Also meines Wissens sollte das so sein. Also wir haben es nicht ausprobiert, weil es letztendlich auch für uns nicht mehr so wichtig gewesen ist. Ja, ja, die Schnelligkeit spricht ja für sich. Sonst noch jemand? Dann danke ich euch. 10 Minuten, die nächsten Vorträge.